Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reihe, wie man sich ein funktionierendes Login, Registrierungs- und Nutzerbereich-Script-Teile erstellt. Diesmal werden wir uns mit der Registrierung nicht mehr beschäftigen, sondern wir werden jetzt weitergehen zum eigentlichen Login. Wir haben hier unser Register-PHP im letzten Video erstellt. Falls ihr das nicht gesehen habt, einfach mal auf den Kanal, meinen Kanal gehen und dort einfach mal gucken. Und wir werden jetzt hier anfangen, und zwar unsere Index zu füllen. Unsere Index haben wir im letzten Video leer gemacht. Einfach aus dem Grund, weil es sich angeboten hat. Denn es ist immer besser, die Hauptseite zum Einloggen als eine Unterseite. Und man kommt über die Hauptseite schon auf die Funktion, die eigentlich durch den Login geschützt werden soll. Das ist nicht ganz so profitabel. Hierzu werden wir uns erstmal die Tabelle aus dem Registrierungsskript kopieren. Einfach erstmal, um Zeit zu sparen. Denn die ganzen Sachen werden ähnlich sein. So, hier, außer dass hier Name, obwohl Name kann drin bleiben, Nutzername, Passwort, und aus den Registrieren wird hier einfach ein Login. Und sonst genau dasselbe. Hier oben wird unsere Serverfunktion integriert. Aber bevor wir das machen, machen wir nichts mehr, sondern das kommt im nächsten Video. So, hier haben wir jetzt ja unsere ganzen Sachen. Und wir müssen erstmal wieder das Form-Element rumschreiben. Schreiben nicht font, sondern form. Action ist gleich index.php. Und die Method wieder aus Sicherheitsgründen host. Wird das ganze Formular wieder dicht gebaut. Und damit ist dann eigentlich der Login von Designerlichen fertig. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken. Ja. Soll gesichert werden. Sind sowieso nicht viele Sachen drin. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, sehen wir ziemlich viel, nämlich das mit Werten, die da schon drinstehen, die da eigentlich nicht drinstehen sollen, aber trotzdem drinstehen. Naja. Also, wen es interessiert, ist ein Admin-Account für eine Testseite. Ich kann mich da jetzt einloggen mit, aber wird sowieso nichts ausgeben. Klicken wir auf Login. Macht nichts. Macht nichts. Macht nichts. So. Nachdem wir das geklärt haben, werden wir uns jetzt mit unserem PHP-Script beschäftigen. Und zwar PHP, wo wir es, was wir immer mal als erstes jetzt gleich machen, um dieses vorzubeugen von eben. Wir werden hier die Value auf nix setzen. Steuerung C. Und auch hier Steuerung V, das kannst du erstmal 0 zu setzen. Gucken wir uns das mal an. Ja, komm, sende nochmal. Okay, liegt am Browser. So, nachdem wir das hier jetzt gemacht haben und uns darüber gewundert haben, warum da Werte sind, obwohl wir die Seite gerade erstellt haben, fragt mich nicht. Wir müssen jetzt nämlich hier erstmal wieder Variablen erstellen. Und zwar einmal hier unser Passwort und einmal eben nicht. Dafür werden wir uns hier einfach mal Folgendes kopieren, und zwar Name und Passwort aus unserem Registrierungsskript, denn die werden gleich bleiben. So. Um dieses Dollar underscore post setzen wir unser MD5, Klammer auf und Klammer zu, denn wir müssen die verschlüsselte Variante verwenden. So, als erstes fangen wir hier wieder an mit einer if-Frage, und zwar if, Klammer auf, Name, Dollar Name und Dollar P Word. Also erstmal überprüfen, sind die Sachen überhaupt vorhanden. Und wenn nicht, dann kann der Nutzer die Meldung bekommen: Echo, bitte füllen. Ja, da wird wieder Probleme kommen. UML. Füllen Sie alle Felder aus. So. Ein Login an sich ist nicht schwierig. Erstes müssen wir gucken, ist der Nutzername vorhanden? Dafür schreiben wir erstmal unsere MySQL Query. Dafür schreiben wir erstmal CHK User ist gleich MySQL unterstrich Query.
Klammer auf, Select. Ja, Anführungszeichen wären hilfreich dafür. Select Username from Login. Where Username ist gleich der Variable Name. Dann kommt wieder unser MySQL NumRow. Speichern es eben kurz ab. Dann kommt hier wieder CRK User A. So, wenn der User vorhanden ist, gleich MySQL unterstrich num unterstrich rows Klammer auf und da kommt unser check user rein. Zack. So, schweiften Klammern kommt da gleich erst hin. Wo müssen wir noch was schreiben? Und zwar if Klammer auf unsere schöne Variable hier check user a, wenn die gleich. Nur wenn die ungleich 0 ist, weiß der unser PHP-Skript, aha, hier geht's nochmal weiter, else, sonst eben echo, user nicht vorhanden. Das Ganze können wir auch mal eben testen. Zwar hier mit unserem Admin-Account, der schon standardmäßig drin ist. Ja, User nicht vorhanden. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass der User nicht vorhanden ist. So sollte es ja auch sein. Aber trotzdem spuckt er hier noch einen Fehler aus Select. Every single user. Setzen wir es hier wieder in unsere einfachen Anführungszeichen. Und dann in unsere geschweiften Klammern. Hatten wir schon mal im letzten Mal. Da hatten wir die Anführungszeichen vergessen. So. F5 weiter. User nicht vorhanden. Super. Gehen wir hier mal User ein. Das Passwort. Klicken dann nochmal drauf. User ist vorhanden. Super. Bringt uns nur nicht weiter. Sondern wir müssen jetzt hier weiterschreiben. Und zwar müssen wir jetzt gucken, ob das Passwort gleich dem normalen Passwort ist. Und dazu kopieren wir uns das hier einfach mal raus. Steuerung C, Steuerung V, Check User machen wir Check P-Word, Select Password from Login, where Username ist gleich Name. Und das Ganze müssen wir ausgeben, und zwar in einer MySQL Fetch-Assoc. Ja, hört sich kompliziert an, ist es nicht. Und da schreiben wir rein, einfach ein Password DB, also Passwort-Datenbank ist gleich MySQL unterstrich Fetch unterstrich Assoc Fetch unterstrich Assoc Klammer auf. Da kommt unser Check-Passwort rein. Das Ganze müssen wir auch nicht in der Schleife ausgeben, so wie wir es in den NewScript hatten, sondern wir haben hier nur einen Wert, weil wir haben hier jeden Nutzernamen nur einmal, also soll das hinkommen. Und dann kommen wir zum Schluss, if unser Datenbankpasswort gleich unseren normalen Passwort, müssen wir jetzt erstmal uns damit zufrieden geben, dass er echo Login erfolgreich und wenn es eben nicht ist, else echo das Passwort ist falsch. So. Damit hätten wir das eigentlich auch schon mal erledigt. Das Passwort ist falsch. So.
Gehen wir jetzt hier nochmal User und 1, 2, 3, 4, 5, 6 ein. Login. Das Passwort ist falsch. Jetzt frage ich mich gerade bloß, warum. Er liest das verschlüsselte Passwort hier aus der Datenbank aus und macht dann damit erstmal nichts und dann vergleicht er die. So. Er macht auch hier unser MD5. Sonst machen wir das erstmal da so weg. Und wenn es hier unser MD5 anwenden, MD5, Klammer auf und Klammer zu. Gucken, ob es dann funktioniert. Login. Okay, User ist nicht vorhanden. Ja, schön, dass du ein Admin-Konto gespeichert hast. User. Und das Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Passwort ist falsch. Warum ist das falsch? Gehen wir das Ganze doch mal hier in der While. Ach, nee. So. Steuerung und C. Steuerung V. So, das ist richtig. Steuerung C. Steuerung V. Steuerung und C. Steuerung und V. So, bis dann sollte es eigentlich richtig sein. Er verschlüsselt unser Passwort und macht hier unser Passwort Datenbank gleich den MD5. Bühen wir es einfach mal andersrum. Steuerung und X. Ist gleich und das. F5 weiter. Passwort ist falsch. Machen wir einfach mal unsere User 1, 2, 2, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. User nicht vorhanden. Okay, war ja auch User 2, den wir hatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passwort ist falsch. Machen wir hier mal ein Ungleich draus. Machen das hier mal eben tauschen. Gucken, ob es dann funktioniert. F5, wiederholen. Jo, Passwort ist immer noch falsch. Ich frage mich gerade nur, warum. Also ich hole das Passwort aus der Datenbank. Steuerung C. Er holt das Passwort aus der Datenbank, wo der Nutzername mal gleich den Namen ist. Ja, das ist soweit korrekt. Sonst müssen wir halt einfach jetzt mal eine andere Methode probieren. Wir löschen das hier einfach jetzt mal raus, das MD5. Holen uns hier unsere MD5 verschlüsseltes Passwort raus. Gehen dann hier hin, schreiben User. Und geben das so ein, Login. Das Passwort ist falsch. Frage ist bloß, warum? So, wenn das Passwort ungleich den Datenbankpasswort ist, zeig Fehler. So. Dann gib aus, Passwort falsch, sonst sag richtig. Nochmal 5. Warum ist das Passwort dauernd falsch? Steuerung C. Steuerung und V. Den Username machen wir jetzt als Passwort. Aktualisieren nochmal.
Und es wird zurückgegeben, Passwort falsch. Warum ist das Passwort falsch? So, wir probieren jetzt einfach mal aus, was er uns hier als Werte ausgibt. Also nehmen wir jetzt mal gerade die If-Frage raus und wir werden jetzt erstmal hier unser Echo schreiben. Und das ist erstmal unser MD5 Passwort. Und dann danach Echo unser normales Datenbankpasswort. So. So machen wir das Ganze nochmal Refresh, ja. Und da haben wir ein Array. Und jetzt weiß ich auch, warum es falsch ist. Da muss nämlich in DB Passwort, dann in eckigen Klammern unser Array-Feld. Steuerung V, Steuerung S, F5, weiter. Login erfolgreich. Das war doch das, was wir hören wollten. Und nachdem wir das nun auch geklärt haben, wo der Fehler lag, verabschiede ich mich aus diesem Tutorial. Im nächsten Tutorial werden wir in unsere Eingabe damit versehen, dass man auch wirklich das Passwort braucht, um da reinzukommen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal.